Franziskus! Franziskus! Er kam 1000 Jahre nach Christus und wurde zum ungewöhnlichsten aller Heiligen. Franziskus, du kleidest dich doch mit Absicht so. Ja, das ist ein erster Schritt, einen neuen Menschen anzuziehen. Sehr gut. Eine treffliche Antwort. Der Mann aus Assisi schockierte die Welt des Mittelalters. Was soll das werden? Das Leben eines Bettlers? Welch ein Dank. Das können Sie doch nicht gutheißen, Eminenz. Es kann nicht erlaubt sein, so die Rechte eines Vaters zu verletzen. Mein Vater ist im Himmel. Die anwesenden Büßer bitten in Assisi, ein Leben streng nach dem Evangelium von Jesus Christus führen zu dürfen. Solche Gruppen kennen wir. Sie fangen mit dem Evangelium und Gelöbnissen zur Askese an und am Ende stehen Hochmut und Völlerei. So ist es. Früher oder später betrachten sie sich als die einzig wahren Christen. Was tust du hier? Ich warte auf dich. Ich möchte mit dir gehen. Wohin? Wohin du willst. Die offene Dienststelle. Wer ist gestorben? Unser Papst. Wann ist der gestorben? Gestern. Sie haben es eilig, einen neuen zu wählen. Komm nach Hause. Das Spiel hat ein Ende. Ich bin zu Hause. Ich habe es gelobt. Wem? Was? Diesem Gesindel hier vielleicht? Ich habe es Gott gelobt. Sein Beispiel bewegt die Menschen bis heute. Wenn ich schon reden muss, dann sage ich, geht durch die Welt mit leeren Händen, wie dieses Kind. Einzigartiger Mensch, ein faszinierender Film. Mickey Rourke in seiner wichtigsten Rolle.